Willkommen in der gelben Zone von Earlston. Ja, das ist gut. Ich kann nicht an die Leute. Ich kann es nicht. Hey, Brady. Dank dir konnten wir in Entry Fuß fassen und uns dadurch einen Weg hierher in die gelbe Zone von Earlston bahnen. Und gerade rechtzeitig. Meine Leute werden in der Polizeistation festgehalten und Gott weiß, was die Norks mit ihnen machen. Wir müssen sie da rausholen, bevor sie irgendwas erzählen. Aber die Sache ist die, wir sind in der gelben Zone und das bedeutet jede Menge Sicherheitsvorkehrungen. Und was noch schlimmer ist, die KVA jagt dich, Brady. Also, ich werde nicht lügen, es wird schwer, sich hier zu bewegen, geschweige denn eine Rettungsmission durchzuführen. Aber wir haben keine Wahl. Als erstes musst du deine Waffe verstecken. Dann solltest du die Bürger als Deckung benutzen. Versuch, dich anzupassen. Es gibt einen KVA-Sendeempfänger in der Zone, der dein erstes Ziel sein sollte. Aber bevor du dich auf den Weg machst, haben wir noch ein paar Asse im Ärmel. Sieh dir die Dinge auf dem Tisch im oberen Stock an. Ich glaube, du wirst sie sehr nützlich finden. Viel Glück, Brady. Ich zähle auf dich. Hey, Brady. Wir haben ein paar Feuerwerkskörper für dich, bevor du... In den gelben Zonen bist du... Es gibt nichts Besseres, um ein Ablenkungsmanöver zu... Du bist für die Streitkräfte der KVA ein gesuchter Mann und löst deshalb den Alarm aus. Um nicht entdeckt zu werden, achte immer darauf, dass zwischen dir und den Soldaten Zivilisten sind und meide Kameras, Fahrzeuge und Drohnen. Wenn du einen Kampf beginnst, wird ebenfalls der Alarm ausgelöst. Ist das der Fall, wirst du von der KVA verfolgt, bis der Alarm verstummt. Wenn der Sichtkontakt abreißt, verringert sich die Alarmstufe. Das kannst du beschleunigen, indem du Verstecke aufsuchst. Sei jedoch vorsichtig, du kannst in kein Versteck, solange die KVA Sichtkontakt zu dir hat, und kein Unterschlupf lässt dich hinein, während der Alarm aktiv ist. Sobald die Alarmstufe 0 erreicht hat, hört der Alarm auf und du wirst nicht mehr verfolgt. Hier sind Ablenkungsgeräte besonders nützlich. Wirf sie, um Feinde auf eine falsche Fährte zu locken oder sie zu verwirren, während du fliehst. Gut, dich zu sehen. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe niedrig. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt... Lange nicht gesehen? Eddie, alles in Ordnung? Gut gemacht, Brady. So erhalten wir in diesem Bezirk noch mehr Unterstützung. Mann! Was geht? Alles in Ordnung? In diesem Bereich gab es eine Störung. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind und warten Sie auf einen Friedenswächter. Alles gut? Kann ich helfen? Ah!
Kannst du mir helfen? Ich brauche das. Bitte, bitte. Ganz ruhig, Kumpel. Ich möchte steril bleiben. Ich habe einen sterilisierten Skalpett. Boah, pass auf, hier sind verletzte Leute unterwegs. Wenn du gerade nichts mit dir anzufangen weißt, dann schnapp dir einen Mopp und einen Eimer und mach sauber. Diese Wunden infizieren sich immer wieder. Ich weiß schon nicht mehr, was ich tun soll. Beschissene Siegermann. Du bist genial. Du bekommst es für die Hälfte. Nur einen sonnigen. Ups! Sperre durch das Transittor müssen, benötigen von ihrem Arbeitsoffizier zusätzliche unterschriebene Dokumente. Diese sollen bei Ankunft vorgezeigt werden. Um eine Revolution zu starten, muss man gewöhnliche Menschen davon überzeugen, zu kämpfen. Die Karte zeigt, wie stark du den Bezirk dazu inspiriert hast, sich aufzulehnen, sowie 5 unterschiedliche Kategorien von Handlungen, die zu deiner Gesamtsumme zählen. Das sind Wachposten, die erobert werden müssen, Stimme der Freiheit, wo du Radios auf den Sender des Widerstands umstellst, Sabotage, wo du die Infrastruktur der KVA zerstörst, Befreiungen, wie das Retten von Bewohnern vor Polizeibrutalität und schließlich das Zerstören der APCs, die die Straßen patrouillieren. Zusätzlich zum Bewegen der Herzen und Gedanken gewinnst du KVA-Tech-Punkte, mit denen du Waffenumwandlungen, Einsatzmethoden von Guerilla-Werkzeugen und neue Kit-Gegenstände kaufen kannst. Sobald Herzen und Gedanken 100% erreicht haben, kannst du die Übertragung der Widerstandspropaganda im ganzen Bezirk starten. Das wird die Leute veranlassen, sich aufzulehnen. Und du erhältst Zugang zu den Schlüsselstützpunkten der KVA im Bezirk. Hey Brady, hier spricht Ned. Gute Arbeit bei der Besorgung der Informationen über den Distrikt. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Du siehst die Polizeistation, in der sie meine Jungs festhalten, aber momentan können wir keine Rettungsmission starten, da die Norks die totale Kontrolle haben. Das müssen wir ändern. Wir müssen die Leute auf unsere Seite bringen. Versuche, in ihren Herzen und Gedanken etwas zu bewegen. Wenn wir sie für uns gewinnen können, haben wir eine Chance. Und sobald wir Informationen zu Walker haben, können wir loslegen. Ich muss zum Waffenlager zurück, bevor es noch von irgendeinem Idioten in die Luft gesprengt wird. Aber ich melde mich wieder. Viel Glück, Brady. Scheiße. Okay, solltet ihr ein Lebenszeichen bekommen, meldet ihr euch. Parrish möchte möglichst rasch Informationen. Eines Tages werde ich aus dieser Scheiße. Alles klar. Brady, hier spricht Ned. Es funktioniert. Die Leute stellen sich auf unsere Seite.
Mach so weiter, Brady. Wir müssen für Chaos sorgen, damit wir in dieser ganzen Verwirrung meine Jungs retten können. Rüstungsbedrohungsstufe niedrig. Neue Chance, alles zum Guten zu wenden. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe niedrig. Wenn ich bleibe, kriege ich vielleicht. Das Geschäft läuft gut. Willst du was kaufen? Du kommst wieder. Aktuelle Terroristenbedrohung. Ich kenne diesen Blick. Niedrig. Bis zum nächsten Mal. Büroteams müssen ihren Vorgesetzten stündlich die gesamten Sicherheitsdaten übermitteln. Hey Mann, wenn du dich verlaufen hast, komm zu mir. Ich lebe hier schon seit Jahren. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Bedrohungsstufe Mittel. Und nicht ihre Rationskarte vergessen. Seid wachsam. Terroristen können sich in diesem Distrikt aufhalten. Dieser Ort kann zur Hölle fahren. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe Mittel. Fahrzeuginspektionstrupp vorbereiten. Heute um. Aufhalten. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe Mittel. Ausgehende Liaison und Arbeitseinheiten fahren in 15 Minuten von Tor B ab. Haben Sie keine Angst vor den Drohnen in dieser Zone. Sie sind zu Ihrem Schutz hier. Friedensrechte Fahrzeuge patrouillieren zu Ihrer Sicherheit. Blockieren Sie nicht Ihren Weg.
Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe Mittel. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Transport kommt an. Fahrzeuginspektionstrupp vorbereiten. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Aktuelle Terroristen. Gefängnisentlassungstransport vom Sperrgebiet kommt in. Gratulieren Sie diesen Bürgern. Sie haben Ihre Strafe abgesessen. Unter den Bewohnern von Earlston gehen Gerüchte über einen Dachgarten in der Nähe deiner aktuellen Position um. Wenn du einen Weg findest, ihn zu erreichen, kann ich ein paar Leute hinschicken, um ihn auszubauen und zu schützen. Entschuldige bitte, kennst du zufällig jemanden, der Schmerztabletten übrig hat? Arbeitstransport nach Ashgate über M3 fährt in 15 Minuten ab. Ich werde nie gezählt. Komm mal her. Bekannte Terroristen könnten sich in dieser Zone verstecken. Jegliche Informationen, die zur Verhaftung... Jetzt, da der Widerstand über den Garten Bescheid weiß, können Sie ihn vor der KVA schützen und dafür sorgen, dass die Erzeugnisse die richtigen Abnehmer finden. Gute Arbeit, Brady. Deprimierend. Den Leuten da draußen den ganzen Tag zuzuschauen.